Sie haben vorhin gesagt, dass man vielleicht besser entlohnen sollte. Natürlich, das hätte jeder gern. Aber wie kommt man dazu? Müsste man da die Lohnnebenkosten deutlich senken? Ja, auf alle Fälle. Die Lohnnebenkosten wären für uns sicher ein Thema, wenn das geringer ausfallen würde. Aber so wie es bei uns ist, man bekommt fast keine Mitarbeiter mit dem Kollektivlohn. Also deswegen sind die Kollektivlöhne für uns nicht mehr so hundertprozentig relevant. Also man muss schon überzahlen, dass man gute Leute kriegt. Und das ist für viele vielleicht auch ein Grund, warum sie nicht in den Tourismus gehen, dass die Kollektivlöhne noch ein bisschen zu niedrig sind.